18. Oktober 1945. Heut Nacht habe ich einigermaßen geschlafen. Es war zu warm. Morgens gab es 2 Stück Knäckebrot zum Kaffee. Nachher habe ich mich rasiert und Zähne geputzt. Bald kam auch der Arzt zur Visite. Das geht schnell. Der guckt einen an und die Sache ist gut. Was soll er sonst auch machen? Medikamente sind keine da. Dann bin ich mal zu meinen Kameraden, zu Baracke 14 gegangen. Dort habe ich mein Messer scharf gemacht und bin geblieben, bis die Sirene zum Mittag heulte. Dann habe ich gegessen. Das Essen schmeckt immer. Kein Wunder bei so einem Hunger. Von 1 bis 3 ist immer Bettruhe. Das ist eine langweilige Zeit. Schlafen kann ich nicht. Man wartet bloß wieder auf den Abend, oder besser gesagt auf das Essen. Es gab Hartzwieback, gekocht mit Zucker und Zimt. Das schmeckt wunderbar. Nach dem Essen habe ich gelesen, bis um 9 Uhr das Licht ausging. Der Saalsani kam noch mit der Mundharmonika und hat uns etwas vorgespielt.